Machen Gewinn. Hauptsache, ich habe genug zu essen im Kühlschrank dann. Ich glaube, über 200 laufen wir Gefahr, dass wir angegriffen werden. Und ich bin eigentlich nicht besonders scharf darauf jetzt von, dass ich mein Geld wieder verliere, was ich ja mühsam erarbeitet habe. Dein Kühlschrank ist voll. Schön, danke. Wird Zeit, dass wir schlafen. Du könntest es in einen anderen Raum stellen. Da merkst du es nicht. Du lebst eh bloß in diesem Raum hier. Aber was ist hier passiert? Weißt du, ich war nur 5 Minuten nicht hier. Und schon werde ich von verdammten Räubern den Tiermasken ausgeraubt. Wow, das ist schlimm. Tut mir leid, aber dass ich nicht hier war, um deinen Laden zu beschützen. Das Madwix ist, dass sie mein ganzes Katzenfutter geklaut haben und ein paar schleimige Fußabdrücke zurückgelassen haben. Hört, da steht Kacke. Nö, das ist wirklich komisch. Mir egal. Jetzt muss ich nochmal 2 Dollar ausgeben. Da ist mir das relativ egal, was in seinem Laden passiert. Ich krieg eh nichts davon. Also das ganze Spiel in 200 Tagen zu schaffen, ist schon eine Glanzleistung. Das ist nämlich auch eine Errungenschaft, das Spiel in 200 Tagen durchzuspielen. Ich habe es damals in 300 Tagen geschafft. Ich habe mich aber auch nicht beeilt, möchte ich sagen. Aber trotzdem. Ist nicht so einfach. Oh, wir sind so weit voll. Essen noch etwas Fleisch. Und müssen wieder arbeiten. Ehrlich gesagt, ich würde mich mal freuen. Halt, Moment, wartet. War nicht die. Ich gehe doch trainieren, mein Fehler. Ich muss bereit sein. Nicht jetzt. Kann ich nochmal gegen dich trainieren? Warum kann ich eigentlich nicht? Ich nehme die Handpads. So kann man nämlich immer noch ein paar Kekse dazu gewinnen. Die kann ich gebrauchen. Wow. Also er hat mehr Verteidigung, aber... Da, 2 Kekse. So. Ich bräuchte das hier. Der hohe Schlag kann mir aber helfen. 84%. Ah. Doppelt so viel Schaden. Halt, Moment. Hoher Tritt, was kann der? 2 Energieverbrauch. 3 Energieverbrauch, der macht... 4 Schaden. 84. Ah, okay. Der hohe Tritt ist zwar schön, aber die Wahrscheinlichkeit zu treffen ist relativ gering. Ich nehme mal den hohen Schlag. Hauptsache, ich kann dann auf aktive Talente. Übrigens, wenn ihr auf super einfach spielt, kann ich euch nur empfehlen, ihr müsst aufpassen mit diesem Talent hier. Weil Stärke hat einen ganz großen Nachteil, wenn ihr den skillt. Ihr braucht für einen Schlag und einen Tritt so viel Energie irgendwann, dass ihr nicht mehr froh werdet. Ihr kommt irgendwann nicht mehr hinterher, die Fitness zu, die Ausdauer zu skillen, weil das einfach Unmengen verbraucht. Okay, ich muss jetzt nur so viel sammeln, dass ich nicht runterfalle, damit ich noch mit den einigermaßen guten Skill reinkomme. Okay, das mag jetzt zwar ein bisschen blöd sein, aber wir arbeiten jetzt noch ein bisschen. Und jetzt kann ich die Ausdauer ein bisschen runterdrücken. Ist auch Blödsinn. Ist vollkommen egal, ob ich zufrieden bin oder nicht. Das Trainingserfolg wird, glaube ich, nicht schlechter dadurch. Stopp. Und gegen wen kämpfen wir jetzt? Hexola Macho. Oder Lamacho. Den sollten wir eigentlich hinbekommen. Ich muss dann irgendwann meine Stärke auch noch wenigstens auf ein ansehnliches Level bringen. Das wird interessant, sobald ich die ersten Skills so weit habe, dass ich... Wisst ihr was? Ich nehme mal den hohen Schlag stattdessen.
Wow. Dann teile ich nämlich wenigstens ein bisschen aus. Ich pfeife jetzt einfach mal. Oh Gott, kostet der viel. Der hohe Schlag kostet Unmengen an Ausdauer, aber der hat ihn gerade richtig auf die Fresse gegeben. Ich gehe mal wieder auf den tiefen Tritt in der nächsten Runde. Sonst sehe ich schon kommen, dass wir keine Ausdauer mehr haben. Und dann verbrauchen wir erstmal seine Ausdauer so ein bisschen. Oder dass wir wenigstens auf einem Level sind. Ich möchte nämlich nicht umkippen, weil ich keine Ausdauer mehr habe. Okay. Ausdauer passt wieder. Jetzt schlage ich dir den Schädel ein. Los. Hau ihn ins Gesicht. Ja, du sollst ihn nicht verprügeln lassen, du sollst ihn schlagen. Okay, unsere Ausdauer ist im Boden. Das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut. Das tat weh. Ja. Zurück davon, wieder zu den Tritten zurück. Los, Schluffi. Der hat mehr Ausdauer als wir, das ist nicht gut. Aber es passt, glaube ich. Ja. Wir sind zwar ein Schluffi, aber wir haben gewonnen. Ich freue mich schon drauf, wenn wir dann so... Hey, du da, Großer. Ich bin Roy, der Kampf war klasse. Wirklich richtig klasse, Großer. Weißt du, was Mo... Weißt du, was groß gewinnen... Was? Was groß gewinnen ist? Ich habe gerade groß an deinem Kampf gewonnen, Großer. Und ich will dir danken. Lass uns ein Trinken gehen. Ich lade dich ein. Ich sollte nach dem Kampf wirklich Kampf lassen. Warum nicht? Ein Freund. Roy ist ein netter Kerl. Ihr solltet Freunde werden. Klasse, Großer. Gehen wir. Nach zwei oder drei Runden gehst du in den Hinterhof, um etwas frische Luft zu schnappen. Schönen Abend, wa? Was? Ja, hallo. Ich will dir eine Frage stellen. Was weißt du über Selbstzerstörung? Triff Tyler. Du hast Tyler getroffen. Er sieht nett aus. Du solltest mehr Zeit mit ihm verbringen. Selbst was? Ich bevorzuge Selbstverbesserung. Hat mir mein Vater beigebracht. Verbesserung? Wie denn? Große Muskeln bekommen? Geld verdienen? Neue Sachen besitzen? Du weißt, dass dein Besitz dich am Ende besitzt, nicht wahr? Hör mal, ich will nur noch ein paar Bierchen trinken und dann nach Hause gehen. Ich habe keine Idee, was genau du von mir willst. Weißt du, für einen Kämpfer bist du ganz schön langsam. Willst du ein paar neue Narben oder nicht? Ohne Narben wirst du sterben. Hey, komm. Komm wieder, wenn du bereit bist. Eine Lektion in Selbstzerstörung wartet hier auf dich. Street Fighter, gewinne 5 Straßenkämpfe. Das ist nicht einfach, aber du schaffst das schon. Oh, guck mal, ich kann Müll durchsuchen. Wow, sieht aus wie ein Burger. Den nehme ich mal lieber mit. Ach ja, richtig, der Gammelburger. Ich habe jetzt diesen Gammelburger. Das habe ich ganz vergessen. Oh, ist das Panne. Aktive Talente wäre nicht schlecht. Und danach könnte ich tatsächlich hier Dauerläufer wäre nicht schlecht, wenn ich Dauerläufer habe und dann falle ich nicht hin. Dann brauche ich nämlich tatsächlich nicht mehr so extrem trainieren. Dazu brauche ich aber mehr Kekse und nicht Talentbaum, so Blödsinn. Ach, ich muss... Muss ich hier gerade hin? War hier gerade ein Dings, ein Symbol? Ich... Bin eigentlich zu stark angeschlagen. Nee, ich mache das jetzt mal noch nicht. Ich fahre mit dem Bus nach Hause. Ess ein Steak. Ah, gammeliger Burger. Sieht schlimm aus. Ich hoffe, den muss ich nicht essen. Minus 30 Zufriedenheit, aber man kann ihn essen, wenn es drauf ankommt. Gesundheit leidet, Zufriedenheit leidet, aber man kann ihn essen. Ich finde es lustig, dass sie ihn eingebaut haben. Es ist ein absolut beschissenes Item, aber im Notfrist der Teufel fliegen oder ein Gammelburger. Gehen wir erstmal zum Supermarkt. Oh, Fat Cat ist wieder da. Wer kennt nicht das Spiel Pirates, The Legend of Fat Cat? Wahrscheinlich jeder. Weil es anders heißt. Aber egal. Wir arbeiten nochmal hart. Ja, ich will dann endlich wieder Pizza austragen. Pizza austragen ist viel besser, als hier auf dem Bau zu arbeiten. Und wir sind uns unglücklich. Komm nach Hause. Nochmal ein Stück Fleisch.
schlafen. Heute können wir kämpfen. Ich glaube aber, ich gehe dann tatsächlich erstmal noch Street Fighter machen. Beziehungsweise müsste ich eigentlich tatsächlich trainieren. Ich bin immer noch der Meinung, hätte ich die Pizza nicht gegessen, hätte ich bestimmt irgendeine Errungenschaft zum Schluss gekriegt. Fleischesser oder so. Her mit dem Geld! Hey du Held, vielleicht wäre es besser, erst deine wahre Werte im Fitnessstudio zu fassen, bevor du dir ein Fitnessstudio zu Hause einrichtest. Es gibt miese Typen auf der Straße. Durchtrainiert sein hilft dir, mit ihnen fertig zu werden, wenn du in die Klemme steckst. Okay, hier bitte. Komm doch und hol's dir. Du verteidigst dein Geld. Ich kann mich noch entsinnen, dass sie mir aber ganz oft auf die Fresse gegeben haben. Das war nicht lustig. Ja, ich wollte eigentlich trainieren, damit ich hier auf die Fresse geben kann, aber das geht jetzt leider nicht. Ich kann noch ein drittes Talent nehmen. Mach mal einen Tritt. Energieverbrauch ist gleich wieder auf einen hohen Schlag. 4 Schaden. Welcher ist der? 66. Ich will lieber treffen. Ich mach mal hohe Schläge und tiefe Tritte und ausweichen. Wir sind eigentlich besser. Er hat mehr Muskeln als wir, aber er kann nur normal zuschlagen. 2 Schaden, 85% Genauigkeit. Los, Yui. Oh, das war gar nicht schlecht. Unser Schluffi macht sich. Oh, ich verprügel den tatsächlich gerade. Ich bin gerade sehr angetan von unserer Leistung. Ich habe doch sonst, als ich auf normal gespielt habe, haben die mich doch ständig verprügelt und mein Geld geklaut. Jetzt kommt der Typ und ich schlage ihn einfach mal zusammen. Toll. Auf Hardcore. Ich hab doch Hardcore gespielt, oder? Wird schon passen, aber... Guck mal, der hat gar keine Chance gegen uns. Na los, komm her und doch mal ins Gesicht. Aha. Was hast du jetzt davon? Du mieser Vogel. Du solltest vorsichtig sein, wenn du mit so viel Geld... Wenn du so viel Geld mit rumträgst. Warum muss ich eigentlich nochmal bezahlen? Ich hab doch gerade bezahlt. Egal. Los, Handpads. Ich will einfach, ich bin noch nicht gut genug gegen ihn zu kämpfen. Und so kann ich immer mal ein paar Kekse gewinnen. Ja, das einzige zahlen wir jetzt einfach mal. Ich hätte nämlich gerne noch ein bisschen eine Wertverbesserung, Ausdauer und vielleicht noch ein bisschen. Da fällt mir ein, ich muss genug Kekse gewinnen, um einen der Werte auf 4 zu kriegen oder was 5. Weil wie gesagt, wenn du einen dieser Werte schon mal auf 5 sicher hast, brauchst du halt in diesem Bereich erstmal nicht trainieren. Ich fürchte, das schaffen wir heute nicht. Oh doch, haben wir geschafft. Okay, gegen wen kämpfen wir heute? Gegen Bill Spark, der auch nicht so schlecht ist. Ich lasse mir die Talente so drin, wie sie sind. Die gefallen mir nämlich eigentlich gar nicht so schlecht. Er kann ausweichen, blocken, schlagen und hochschlagen. Ist eher ein Boxer. Der ist ungefähr wie wir, aber er hat gar keine Ausdauer. Was habe ich denn gemacht? Der hat jetzt schon kaum Ausdauer. Ich glaube, der ist auf Stärke geskillt. Da habe ich jetzt nicht geschaut. Aber wenn er auf Stärke geskillt ist, macht er natürlich mehr Schaden als wir. Ah, ich sehe es gar nicht. 3. Oh ja, der hohe Schlag. 6 Schaden. 6 Ausdauerverbrauch. Der ist auf Stärke geskillt, eindeutig. 4 Schaden, aber auch viel Ausdauerverbrauch. Aber viel Ausdauerverbrauch ist tödlich, wenn er gegen mich kämpft. Weil ich halt Angriffe nutze, die Ausdauer ziehen. Und dann passiert sowas. Der ist halt ziemlich fertig. Und da kommt meine Glanzzeit. Der hat keine Ausdauer. Warum der könnte den so zusammenschlagen. Der kann gar nicht mehr. Und wir stehen da rum und tänzeln und tänzeln. Der kommt nicht mehr zum Angreifen. Das ist das Problem, wenn du zu viel Muskeln hast, weil dann verbrauchst du unglaublich viel Ausdauer für jeden Schlag. Deshalb ist das auch auf super einfach, auf leicht, nicht unbedingt so leicht, weil du kannst dich unglaublich schnell verskillen, wenn du halt deinen Körper auf 60 Muskulatur hast und einmal zuschlagen kannst und dann brichst du jedes Mal zusammen, hast halt auch nichts gewonnen.
Okay, ich könnte dann auf Dauerläufer gehen. Ich glaube, ich will dann auch auf Dauerläufer gehen. Dass unsere Ausdauer nicht mehr unter 4 sinkt. Nee, ich gehe vorher noch mal nach Hause. Das schon wieder, der Koffer geht wirklich auf... Mir auch, weil der immer in ungünstigsten Zeiten kommt. Sportgeschäft. Ja, dann fahren wir dieses scheiß Sportgeschäft. Hey Doc, du siehst traurig aus. Ja, ich hab einfach Probleme, okay? Liegt der etwa vielleicht in der Luft? Ja, woher wusstest du das? Jemand hat mein Laster gestohlen. Der Laser gestohlen. Hast du die Polizei gerufen? Ich will nicht, dass sie von dem Laser in meinem Keller erfahren. Klingt logisch. Wer würde so tief sinken, vor einem Wissenschaftler zu stehlen? Ich weiß nicht, mein Mutter sagt, da wäre ein Typ mit Tiermasken gewesen. Das klingt alles sehr verdächtig. Ich versuche deinen Laser zu finden und dir zurückzubringen. Das wäre toll, ich will meinen Laser wieder knuddeln können. Okay, reden wir mit Meister Proper. Was könnte ich denn holen? Ich könnte mir mein Laufband schon holen, das ist schön. Ich glaube, die alte Bank brauche ich nicht. Der Punching Ball ist gut, der Windschung-Apparat ist auch nicht schlecht. Ein Laufband für den Anfang wäre nicht schlecht, dann kann ich nämlich zu Hause trainieren. Das lassen wir mal aus. Obwohl, andererseits... Muss ich gar nicht. Ich gehe jetzt nach Hause, esse erstmal was. Ach komm, lass mich doch endlich was essen. Hallo? Hey Junge, hast du deine Garage schon mit Sportgeräten vollgestopft? Ich glaube, das würde einiges an Zeit und Geld sparen. Na klar, pass nur auf, dass du dieses Geld nicht mit herumträgst. Draußen gibt es eine Menge zwielichtiger Typen. Keine Sorge, Frank. Die machen Bekanntschaft mit meinen Fäusten. Ich war doch gerade da. Wieso muss ich da nochmal hin? Was für ein Blödsinn. So, einmal Rindfleisch. Ja, ich habe kein Geld mehr, um ins Bus zu fahren. Ja, ich war schon hier. Den Windschung-Apparat will ich auch haben, aber der Punching Ball ist auch nicht schlecht. Ach, jetzt muss ich überall zu Fuß hingehen, das ist voll blöde, weil ich kein Geld habe. Okay, und wir arbeiten für unser Geld. Und dann will ich gucken, wenn ich den Punching Ball habe, dass wir wenigstens Dauerläufer hinkriegen. Damit ich eine Fähigkeit nicht mehr ständig trainieren muss. Ende von Tag 19. Morgen ist, glaube ich, ein Kampf. Ich hätte gern noch... Ah, ich bin zu müde. Ich kaufe jetzt erstmal Fleisch voll. Fleisch, schlafen, ist kein guter Trainingstag. Da fällt mir ein, ich habe das Ding schon lange nicht mehr gewässert, wäre vielleicht mal notwendig. Andererseits, was soll's. Jetzt will ich die ganzen Sportgeräte wir haben, das ist jetzt wieder dieser Teufelskreis. Heute ist Kampf. Ich muss meine Talente verbessern und hier ein bisschen Sprüh machen. Und hier ein bisschen SS. SS. vergesst, was ich gesagt habe. So, könnte ich nochmal Silber verdreschen? Yeah, gib mir die Handpads los. 15 Dollar bezahle ich gern. Kekse kann man nie genug haben. Oh, gar nicht schlecht. So. Fangen wir hier an. Ich kriege heute eh nicht die Ausdauer so weit. Ich will dann auch wieder alles einfach nur mit meinen Trainingsgeräten vollstellen, damit ich dann wieder zu Hause machen kann, was ich will. Auch wenn ich Stärke eh wieder vernachlässige. Ihr kennt das ja. Geschick und Ausdauer sind so wichtige Sachen, aus meiner Sicht. Geschickt zum Ausweichen und Ausdauer, um die Energie zu regenerieren. Mit den Fähigkeiten kann man das nämlich ganz gut ausgleichen, die ganzen anderen Sachen. Und noch ein paar Minuten aufs Laufband. Dann haben wir die Energie bekommen. Ich finde es schade, dass ich das Springseil zum Beispiel nicht einfach zu Hause kaufen kann. Das dürfte ja nicht so viel teuer sein.
Wir gehen jetzt zur Stadtkarte. Wir arbeiten jetzt noch ein bisschen, bis es nicht mehr geht. Und dann leidet halt. Und jetzt können wir kämpfen. Okay, Hexola Matcha, der hat uns das letzte Mal verdroschen. Aber wir müssen jetzt eigentlich gar nicht so schlecht dastehen. Diesmal habe ich 3 Fähigkeiten. Dank dem hohen Schlag kann ich jetzt auch gut austeilen. Oh, Ausdauer sieht aber nicht so gut aus bei uns. Vielleicht soll ich dann einfach mal auf den einfachen Schlag wechseln, sobald die Ausdauer gefühlt weiter runter geht. In der nächsten Runde gehe ich mal auf den normalen Schlag. Hoher Schlag, dafür gibt es einen normalen Schlag. Ja, unsere Ausdauer sinkt nämlich weiter. Sind wir gerade sehr aggressiv, kann das sein? Oder macht der... Ne, der macht keine Angriffe, die unsere Ausdauer auffressen. Trotzdem fällt unsere Ausdauer gerade gefährlich niedrig. Aber seine auch. Wir sind beide ziemlich fertig. Zum Glück habe ich noch doppelt so viel Leben wie er. Das heißt, ich komme vielleicht eher damit klar, wenn ich auf dem Boden liege. Ich lieg gleich. Da lag ich. Ich lieg gleich nochmal. Aber er ist gleich am... Er ist schon am Boden, super. Super. Ich habe $20 gewonnen. Warum verdiene ich plötzlich Geld damit? Egal, ich will mich nicht beklagen. Hey Kumpel, du warst unaufhaltsam. War super, nicht wahr? Willst du gleich nochmal? Ja, sicher, auf geht's. Ich krieg wahrscheinlich hier auf die Fresse. Ich muss jetzt los. Meine Schwester kommt aus dem College wieder. Sie ist echt klug. Kommt doch einfach mal zu Hause vorbei. Ich freue mich, dich zu sehen. Abgemacht, Roy. Ich komme vorbei, wenn ich mich vom letzten Kampf erholt habe. Roy ist echt ein guter Kumpel. Guter Kerl, Entschuldigung, mein Fehler. Ach, ich muss zu ihm. Oh, ich habe 16 Kekse. Wunderbar. Hey, Roy. Hey, Kumpel. Schön, dich zu sehen. Was ist los? Also, ich wollte meine Schwester holen, aber mein Auto hat eine Panne. Da ist doch deine Schwester. Verdammt, das ist ja blöd. Ja, jedenfalls habe ich meiner Schwester von dir erzählt und wie toll du bist. Sie ist nicht wirklich beeindruckt vom Kämpfen. Aber hey, du sollst dir mal Hallo sagen gehen. Du bist ein echt toller Kerl, ha? Triff Roy, Schwester Adrian. Adrian. Das ist ein Männername aus meiner Sicht. Ich hoffe, sie ist nicht so wie er. Danke, Mann. Ich sage bestimmt mal Hallo. Super. Jetzt komm, lass uns über Taktik und so reden. Danach können wir zusammen trainieren. Bitte Roy mit dir zu trainieren. Hey, es wäre toll, mit so einem starken Partner wie dir zu trainieren. Ja, Kumpel. Mit einem Partner zu trainieren ist viel effektiver. Aber ich muss mein Auto reparieren. Das ist immer noch kaputt. Willst du ihm helfen? Willst du ihm helfen? Ich helfe dir und so? Anscheinend ja nicht. Ich rede mal mit seiner Schwester. Wie geht's? Ich bin ein Freund von Roy. Hoffentlich hat er mich erwähnt. Oh, hi. Ja, er hört gar nicht auf, davon zu erzählen, wie super cool ihr zwei seid. Er geht immer noch so viel an wie damals. Du hast da drin getroffen. High five. Ich finde... Warum nennt ihr sie nicht Claire oder so? Ich freue mich auch. Ich muss mit Roy reden. Gewinne Adrians Zuneigung. Das ist schwieriger als seine Kämpfe. Ich wollte auch mit Roy reden. Frage nach der Schwester. Ja, Roy, eine Schwester ist, wie soll ich sagen, ziemlich attraktiv. Ich bin Familie und hey, ziemlich klug. Lass mich dein Geheimnis verraten. Ich glaube, sie mag dich. Ich weiß nicht, Roy, sieht gar nicht so aus. Ich denke schon, weißt du was? Sie mag Blumen. Denk drüber nach. Okay, Roy, danke für den Tipp. Kein Problem, Kumpel. Ich glaube, es würde gut tun, mit einem tollen Kerl wie dir Zeit zu verbringen. Aber wann darf ich diese scheiß Blumen sammeln? Ich weiß noch, wo alle sind tatsächlich. Roy hat erzählt, dass du Blumen magst. Da hat er wohl recht. Was für Blumen magst du denn? Du bist als ein Boxer. Hey, ich interessiere mich für Blumen. Ich sammle für ein Herbarium. Das verstehe ich. Das verstehe ich nicht. Nun, ich würde dir gern helfen. Wirklich? Das ist toll. Ich kenne die Stadt nicht so gut, als wäre es toll, wenn du für mich nach Blumen suchst. Na klar, ich durchsuche die Stadt.
Oh, guck mal, in deinem Garten habe ich eine Blume gefunden, die ich ausreiße. Bin ich nicht toll? Hey, ich glaube, ich habe eine Blume gefunden. Im Gegensatz zu den anderen Blumen, die in diesem Beet wachsen. Genau, das ist die richtige. Ich brauche nur 5 von denen. Blümchen pflücken. Tolle Aufgabe für einen Boxer. So, Roy. Können wir jetzt endlich mal... Ach, eigentlich habe ich keinen Bock mehr jetzt. Was muss ich eigentlich gerade machen? Ah ja. Ah ja. Der Koffer. Ach, hier bin ich gerade. Street Fighter. Kampfliga. In 2 Tagen ist der nächste Kampf. Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen arbeiten. Wie gesagt, ich würde jetzt gerne meine Talente so langsam mal auf den Nenner bringen. Okay, ich habe nicht genug, um mir was zu kaufen. Okay, Fleisch habe ich schon mal, das ist super. Erst was ist? Oh, guck mal, da ist das Blümchen gewachsen. Ich glaube, das wächst auch nur, wenn du noch 4 Stück. Das wächst auch, glaube ich, nur, wenn das vorher mal so eingesprüht hat mit Wasser. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, jetzt so schnell noch auf Level 4 zu kommen. So, ich kann hier aufs Laufband gehen, das ist schon mal schön. Laufband kann ich immerhin schon mal trainieren, aber das bringt mir nicht so viel. Okay, das war's jetzt. Okay, gehen wir nochmal schnell arbeiten. Ich will gerne den Wing Chun-Apparat haben, aber der ist so scheiße teuer. Da müsste ich noch 2-mal fertig arbeiten. Das könnte ich tatsächlich schaffen, aber da werde ich wahrscheinlich wieder überfallen. Immerhin habe ich noch 3-mal Ausdauer. Ich werde den Kampf vielleicht halt einfach mal... Ne, den werde ich nicht auslassen, garantiert nicht. Ich werde wahrscheinlich verlieren. Gegen Bob Dredson habe ich nicht schon mal gegen dich gekämpft. Wir haben die gleichen Werte, sehe ich gerade. Interessant. Statt Schlag gehe ich wieder auf den hohen Schlag. Ja, tatsächlich die gleichen Werte. Kommt wahrscheinlich sehr stark auf den Zufall an. Der hohen Schlag, Schlag und Abwehren. Er hat kein Ausweichen wie ich. Er kostet. Also seine Angriffe kosten sehr viel Ausdauer, sehe ich gerade fest. Oder es liegt an meinem tiefen Tritt. Der ist nämlich schon fast wieder ausdauertechnisch am Boden. Auch wenn wir... Ne, wir haben sogar noch mehr Leben. Wir sind besser durch das Ausweichen. Denn der Nachteil vom Blocken... Du hast zwar eine höhere Wahrscheinlichkeit zu blocken, also dass du den Angriff nicht direkt abkriegst, aber beim Block kriegst du trotzdem immer ein bisschen Schaden. Das summiert sich auch mit der Zeit. Der hat keine Ausdauer mehr, sehr gut. Und er liegt. In der Zeit, in der er liegt, erhole ich mich und kann er wieder genüsslich auf ihn drauf treten. Lass ihn nicht zum Zug kommen, der hat keine Ausdauer mehr. Wieso weicht er eigentlich überhaupt aus? Er hat auf Ausweichen gezwitscht. Okay. Natürlich nicht schön für mich, aber er ist nicht mehr auf Blocken. Ich wusste nicht, dass er das auch wechseln kann, aber er hat kaum noch Leben. Ein Lebenspunkt, also... Ich muss bloß noch einmal treffen. Und das war's für ihn. Ach, wenn ich doch nur wüsste, dass ich es jetzt zum Dings schaffe. Zum Sportzentrum. Aber ich glaube fast nicht. Ja, es war so klar. Her mit dem Geld. Fang mich doch. Du bist nicht schnell genug. Du musst kämpfen. Das ist natürlich echt beschissen, weil ich jetzt verletzt bin. Oh, Huey ist ein bisschen stärker als der andere und ich bin verletzt. Und was hat der hier?
Schnelle Reaktion erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du Angriffen erfolgreich ausweichst. Ich habe auch deinen Energieverbrauch. Ich glaube, jetzt werde ich verprügelt. Oh, jetzt habe ich auch richtig kassiert. Okay, der hat ein bisschen mehr Ausdauer. Ich gehe mal vom hohen Schlag auf den normalen Schlag. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? 80? 90%. Dann treffe ich wenigstens höher. Hätte ich wenigstens einen Wert ein bisschen höher, wäre ich ein bisschen sicherer. Aber der ist mir wertmäßig stark überlegen und ich bin verletzt. Das ist echt gemein. Er schlagt doch zu. Also ich. Ich habe so viel Ausdauer, ich kann den zusammenschlagen. Ich habe genug Ausdauer, also gehe ich von. Ich gehe mal wieder auf den hohen Schlag. Wenn ich treffe, dann will ich wenigstens richtig treffen. Ich kann das noch gewinnen. Vor allem, weil seine Ausdauer am Boden ist. Ja. Ich glaube, das gewinnen wir jetzt. Und er liegt wieder. Und er steht auf und kriegt direkt wieder ins Gesicht getreten. Das ist richtig so. Oh, jetzt krieg ich aber. Sehr gut. Nicht gut, aber wir haben es geschafft. Und nochmal zwei Kekse gewonnen. Du sollst vorsichtig sein, wenn du so Geld mit rumträgst. Ja, aber wie soll ich denn sonst die Geräte kaufen? Und ich habe genug Geld, damit ich diesen blöden Windschung-Apparat kaufen kann. Sehr gut. Auf den hatte ich es abgesehen. Jetzt müssen wir erstmal nach Hause unsere Wunden lecken. Wir haben nämlich ordentlich auf die Fresse gekriegt in den letzten 24 Stunden.